Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder ETS 2. Wir sind da mit dem Schwertransport unterwegs nach Innsbruck. Und ja, mit den Begleitfahrzeugen hier. Wie wir da so schön sehen können. Es ist wieder Nacht. Nachts ist dunkel, das ist richtig. Nein, nachts ist auch weniger Verkehr. Und wir wollen aber diesmal schauen, damit wir in Innsbruck eine Ladung wieder zurücknehmen können, irgendwohin. Machen da mal so ein paar Schwertransporte. Vielleicht kriegen wir ja auch einen wieder Richtung Italien, weil das letzte Mal, wo wir da unterwegs waren, nicht als Spezialtransport oder Schwertransport, waren wir in Italien unterwegs. Und da haben wir ja noch nicht alles gesehen. Alles sehen werden wir vielleicht eh nicht, aber da mal ein bisschen rumkurven, ein bisschen rumfahren. So, jetzt fährt er da schön rüber. Für die Spezialtransporte gibt es nur bestimmte Streckenabschnitte, so wie ich das rausgesehen habe. Ich habe bloß einen von München nach Innsbruck, weil ich in München eine Niederlassung habe. Du musst eine Niederlassung haben irgendwo, von wo aus du oder was dafür geeignet ist für Spezialtransporte. Und genau das habe ich in München. Und man müsste dann schauen, von wo aus noch Spezialtransporte gemacht werden könnten. Und dann müssten wir da mal schauen, damit wir da hinfahren können, uns eine Bude kaufen, eine neue Firma, und könnten wir von da aus Spezialtransporte machen. So. Habe ich überhaupt Licht an oder täuscht es? Jetzt habe ich Licht an. Alles klar. Jetzt sind aber Scheinwerfer an wahrscheinlich. Aha. Falschen Knopf gedrückt hier. Wenn ich jedes Mal mit einem anderen Lastwagen unterwegs bin, weiß ich doch nicht mehr, wo hier der Lichtschalter ist. So, wir sind mit unserem Mercedes Actros unterwegs. Ich kann den Namen immer fast kaum aussprechen. Können Sie nicht was Einfaches nehmen? Mercedes geht ja noch. Actros. Genau, mit denen sind wir unterwegs. Der Bus fährt da schön rüber. Wir kriegen hier langsam Speed drauf. Sind wahrscheinlich bald viel zu schnell. Aber jetzt machen wir hier mal vorwärts. 60 km/h. Das ist mit so einem Spezial-Schwertransport schon mega schnell. So, wir blenden den mal da vorne ein bisschen, dann sehen wir mehr. Und er sieht uns nicht mehr. Solange wie die Lichter hinter ihm leuchten, sind wir noch da. Ich finde es cool. Coole Sache hier mit denen. Wow. Ich glaube, ich habe den ein bisschen geblendet. Mit den Begleitfahrzeugen. Ganz am Anfang, wo ich das erste Mal gefahren bin mit den Begleitfahrzeugen, bin ich in eins reingefahren. Das war nicht so gut. Die haben mich gerade entlassen, konnte ich wieder von vorne beginnen. Aber sonst ist es eigentlich recht easy. Heute sind wir auch verdammt schnell unterwegs. Also 60. Ich glaube, viel schneller wird der LKW gar nicht. Der hat ein bisschen zu wenig Leistung noch. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch was machen können. Aber der hat halt Spezialgetriebe und so weiter und so fort. Steht schön die Polizei. Oder
mal einen Gruß da lassen. So, wir fahren wirklich bloß 60, schneller fährt das Begleitfahrzeug gar nicht vor uns. Wenn da ein bisschen Abstand lassen, weil der auf die Bremse geht, haben wir da natürlich ein Problem mit so viel Tonnen. Die kriege ich da gar nicht so einfach gebremst. Ich glaube 45 Tonnen geht eigentlich noch. Okay, ich glaube es geht bergauf. Oder doch nicht. So. Finstere Nacht. Schon wieder. Das ist ja auch immer, wenn du im Fernsehen so Reportagen siehst, dann ist es ja, wenn sie mit so Schwertransporten fahren, auch immer nachts. Dann sehen sie nämlich nicht, was sie alles kaputt fahren. Nein, das ist halt wirklich weniger Verkehr und es gibt nicht so viel Stau, als wenn sie da am Tage fahren würden und den ganzen Berufsverkehr lahmlegen würden. Deswegen fahren sie immer nachts. Und beim LS17 Community-Spiel haben wir mal mit jemand gespielt, der hat nämlich erzählt, wie das eigentlich wirklich so ist. Der hat das gemacht, beruflich Schwertransport gefahren, und der hat auch gesagt, du bist bloß nachts unterwegs. Am Tage musst du irgendwie schauen, damit du schlafen kannst auf dem Rastplatz, wo denn so viel Verkehr ist. Im Sommer da irgendwie 50 Grad im LKW. Und nachts bist du nur unterwegs, oder die ganze Woche bist du eigentlich unterwegs. So, mir brennen jetzt langsam die Bremsen durch hier. Also vielleicht doch nicht so ein idealer Job für Leute mit Familie. Stopp, 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 stopp. Wir überholen noch den LKW da vorne und das ist ein normaler. Das würde natürlich gar nicht gehen. Die Polizei. Wir sind auf jeden Fall schon in Österreich. Jetzt war österreichische Polizei. Ich weiß zwar nicht, wo wir über die Grenze sind. Aber vorhin hatten wir noch deutsche Polizei. Jetzt haben wir österreichische Polizei. Also haben wir irgendwo die Landesgrenze überschritten. Aber weil wir so schnell sind, haben wir das wahrscheinlich gar nicht gesehen. So, ich glaube, allzu weit kann es gar nicht mehr sein. Nö. Innsbruck, alles klar. Jetzt hat er mich da voll ausgebremst. Cool. Okay, die Straßen sind alle abgeriegelt. Wir kommen. Wir bringen das Teil sicher zum Kunden.
glaube, ich musste hier rein. Der sperrt nämlich die Straße da ab. Wir kommen da locker rum. Kein Problem. Ausgezeichnet, haben wir das auch erledigt. Fähigkeitsrang 6. Bonus für hochwertige Fracht, okay. Mehr kriege ich nicht. Okay, wie sieht's denn aus? Sind wir müde? Wahrscheinlich schon. So, das ist das gute Stück. So wie es aussieht, ist ein... Ja, wir sind ziemlich müde. So wie es aussieht, wäre da was zum Transportieren für mich. Aber eigentlich sollten wir erstmal schlafen. Aber wir schauen trotzdem mal, was so auftragsmäßig da ist. Vielleicht könnt ihr ja von hier gleich was mitnehmen. Wir sind irgendwo im Innsbruck. Genau. Innsbruck, Düsseldorf. Oder da wäre was nach Italia. Und Italia haben wir nachher. Da hätten wir einen Schwerlasttransport, okay. Zwar kein Spezialtransport, aber ein Transport. Wir können eigentlich noch mal bei unserer E-Mail schauen, da steht nämlich drin, Spezialtransport hier, welche Städte eigentlich alles dabei sind. Und in Italien ist gar nichts. Köln wäre noch, München haben wir, Berlin. Berlin habe ich aber, glaube ich, keine Niederlassung. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal einen Schlafplatz. Das wäre wirklich da hinten. Oder da. Mann! Nein, nicht so viele Ziele. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hin muss. Da. So, da werden wir mal hingucken. Entweder wir finden was oder wir finden da also wir suchen uns erstmal einen Schlafplatz, genau. So, hier kann ich, glaube ich, gar nicht rausfahren, oder? Okay, der hat auf jeden Fall viel Zeugs hier. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob, wenn ich in Innsbruck eine Niederlassung hätte, ob von da Schwertransporte gehen würden. Bloß nicht bremsen, schaltet da wieder so weit runter.
Ich muss mal schauen, was das da oben ist. Ist es das da? Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Werkstatt. Oh! Nichts passiert. Glück gehabt. Auf jeden Fall bin ich müde und wir werden da mal eine Runde pennen. Oh, jetzt regnet es schon wieder. Jetzt wollte ich noch schnell schauen bei der E-Mail, ob da Österreich Innsbruck drin ist. Österreich ist gar nicht drin. Okay. Dann werden wir erstmal zum Händler. Zur Garage, meine ich. So, wir werden mal hier Ausführung ein wenig ändern. Und zwar wollte ich mal schauen, motormäßig haben wir jetzt 578. Wir können gar keinen größeren einbauen, ist das so? Erst ab Level 20. Was haben wir getriebemäßig eigentlich drin? 16 Gänge. Mehr geht nicht. Gut, dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Karosserie. Wow, die ist aber noch günstig. Was mit dem Spiegel? Oh, da können wir nicht so viel machen hier, das Ding umbauen. Schade. Okay, da fällt mir auch weiter nichts ein. Verlassen wir das wieder. Wartung, wenn wir schon mal da sind. Das geht. 203 Franken. Reparatur. Okay, wir haben jetzt schon wieder bald, sehe ich gerade, 3 Millionen auf dem Konto. So, jetzt haben wir trotzdem keinen Auftrag. Das ist die falsche Taste. So. Auftrag. Frachtmarkt. Wir könnten was Schweres fahren. Haben wir denn was Schweres hier? So wirklich nicht. Nürnberg. Jetzt muss ich mal schauen. Ich kann mir das natürlich nicht merken. Ich würde natürlich da noch Spezialtransporte machen. Nürnberg. Deutschland. Köln, München, Berlin, Dresden, Dortmund. Also alles eigentlich in Deutschland, das größte. Düsseldorf, Zürich, Düsseldorf. Nürnberg war nicht drin. Innsbruck, Innsbruck. Keiner führt dahin, wo wir das gerne hätten. So, wir machen mal einen internen Job. So, aber was ich noch vergessen habe. Genau, wir nehmen mal die Achse hoch, machen da Licht an. Boah, da müssen wir aber bei dem Wetter, müssen wir natürlich wieder unterwegs sein. Okay, umbauen konnten wir nichts. Wir hätten natürlich lackieren können anders oder weiß ich. Aber ich glaube, das ist schon so gut, wie es ist. So, ich glaube, ich stehe ein bisschen zu weit mittig. Okay, ich werde mir mal einen nächsten Auftrag am Land ziehen
oder den habe ich ja schon, wird da mal kurz eine Runde in Innsbruck drehen und wir sehen uns doch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.